Hallo Leute, neuer Tag, neue Episode. Ich berichte darüber, was ich heute getan habe. Heute habe ich nicht so viel getan. Ich habe, glaube ich, nur gewascht, hatte heute nicht so viel Lust. Die Sonne hat draußen geschienen und es war ein schöner Tag. Aber gestern Abend war ich noch fleißig. Und zwar habe ich, ich habe mich größtenteils am Basecoding ausgetobt. Die Maske habe ich bemalt, den Schlauch, die Metallteile, also die Panzerung, hier hinten die Granaten, Taschen. Ich mache von dem hier auch ein Tutorial. Kommt die nächsten Tage raus. Mal anzeigen. Ich habe hier bei der Bemalung von dem Panzer immer oder von den Metallteilen immer ein bisschen oder ein paar Pigmente in die Farbe mit reingetan, weil ich eigentlich vorhatte, so einen Pulverbeschichtungseffekt zu machen. Das ist mir nicht so gut gelungen. Aber ich tüftel da noch ein bisschen rum, vielleicht wird es noch besser. So, und nun zu meinen ersten Modellen. Ich habe die nicht mehr. Aber ich habe noch drei Fotos gefunden, weil ich die einem Kumpel auf Facebook geschickt habe und Facebook vergisst scheinbar nichts. Ja, wer hätte das gedacht? Auf jeden Fall habe ich die dann noch gefunden. Und zwar war das auch der Kumpel, dem ich die Dinger verkauft habe. Ja, genau. Ich habe meine ersten Modelle direkt verkauft. Zwar ist das noch nicht ganz so lange her. Ich habe, es geht um den Warboss von der Black Reach Box. Und ich habe mir die letztes Jahr im März, also vor ungefähr anderthalb Jahren, erst gekauft und seitdem bemale ich auch erst. Und eigentlich hatte ich vor, die Dinger zu bemalen. Mein Freund wollte nicht malen, wollte aber spielen. Ich habe ihm die Dinger für 30 Euro verkauft, die komplette Ork-Abteilung aus der Box. Teilweise bemalt, also die Ork-Boys waren bemalt oder der Warboss ist bemalt. Und ich habe noch drei Fotos gefunden und die zeige ich euch, beziehungsweise die werden jetzt eingeblendet. Oder sind schon eingeblendet. Und das sind meine ersten Modelle. Das war's von mir von heute. Tschüssi, bis morgen.